Okay. Sieht sich immer noch die Papiere an. Okay, aber okay. Ich meine, bei Schmuck von Margaret will ich natürlich nicht rum. Das bringt ja nichts. Wir brauchen Informationen über Westergaard und da hole ich mich hier die Informationen. Wir gucken erstmal. Selbst beim Feiern wirkte, als würde er gleich jemanden verhaften. Okay. Hier sind Kids am Poolbillard spielen. Interesting. Oh. Er mustert alle im Raum, als würde er Inventur machen. Ich glaube, der ist von der Widerstandsgruppe, oder? Kann das? Ab und an lässt er den Blick durchs Zimmer schweifen, als hoffe er, dass Margaret auftaucht. Okay. War nicht schnell genug. Er sieht so aus, als könnte er es kaum erwarten, die Feier zu verlassen. Papa scheint sich besonders darüber zu freuen, dass er hier ist. Hab gar nicht erwartet, dass der hier ist. Seine Hände zittern, er wirkt ungeduldig, aber es. Oder liegt es an etwas anderem? Ihr dünnes Lächeln kann kaum über ihre müden Augen hinwegsehen. Okay. Sie steht da und beäugt das Bier von allen. Das ist mir egal. Sie wirkt gelangweilt und unbeeindruckt von der Feier. Okay. Er redet von einer seiner Krankheiten. Ja, ihre Augen huschen nervös im Raum umher. Sie müssen mir fragen. Er erinnert mich an eine Kröte, bereit, alles zu verschlingen, was er zu fassen kriegt. Ihre Wangen sind schon gerötet vom Alkohol. Oh, das ist gut. Vielleicht erzählt sie uns noch was. Er wirkt nervös. Torben? Sie starrt die Bücher mit großen Augen an. Torben ist ja hier als. Ne? Okay. Wir unterstützen Torben natürlich. Aber. Er könnte auch der Schnüffler sein, ne? Deswegen, ich versuche beides so zu machen, ihn aus ihm rauszuquetschen. Ob er der ist. Und gleichzeitig. So, Frage ist: Mit wem reden wir zuerst? Ich glaube, wir reden zuerst mit. Charlotte. Charlotte. Gerda, was für ein traumhaftes Kleid du anhast. Ich freue mich so, dass du es geschafft hast. Kannst du es fassen, wie groß dieses Haus ist? Es ist wirklich keine Überraschung, dass Westergaard genug Geld hat, um die ganzen Höfe im Norden aufzukaufen. Obwohl das nur ein Gerücht sein mag. Anscheinend hat Westergaard vollstreckte Bauernhöfe natürlich der Stadt aufgekauft. Oh Gott, 1, 2, 3, 4 würde ich schätzen. Von der Kellnerin bekomme ich wahrscheinlich nicht viel mit. Nies. Unwahrscheinlich. Was soll man mit großen Augen an? Aber schnüffeln kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Wir sprechen mal mit Torben. Gerda, du bist ja doch gekommen. Hast du die Hausmädchen gesehen, die die Teller ins Speisezimmer getragen haben? Da hat der alte Mann ganz schön was aufgefahren. Wie schade, dass wir keine Zeit haben, das alles zu genießen. Ich brauche vielleicht noch nach dem Abendessen Ihre Hilfe. Suchen Sie mich nachher in der Bibliothek auf. Nachher. Das hat keine Zeit geraubt. Das ist sick. Okay, Frau Sommerfeld. Unwichtig. Jakob weiß nicht mehr, deswegen werde ich ihn nicht ansprechen. Gelangweilt, vielleicht weiß sie was. Das hier. So Leute, die so überall hin wegschauen. Vielleicht weiß aber Reinhard was. Seine Hände zittern, er wirkt ungeduldig, aber liegt es an etwas anderem? Wir sprechen mal ihn an. Sieh mal einer an. Wenn das nicht die Krankenschwester ist, sind wohl hier, um zu helfen. Suchen Sie mich nach dem Abendessen im Rauchkabinett auf. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe, um mein Geschäft abzuschließen. Ach du Scheiße. Torben in der Bibliothek, ihn in der Rauchkabinett. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir müssen jetzt gerade sehr viel nachdenken, wie wir das machen. Habe ich das Gefühl.
Ja, Stahl. Wir haben eine hohe Vertrauensbasis mit Wolfgang, oder? Wo ist Wolfgang? Nee, hoch ist es nicht. Aber Stahl ist weniger. Wenn, dann Wolfgang. Rede ich nochmal mit ihr? Sie sieht sich immer noch die Papiere an. Schmuckkästchen, ich werde mich nicht da einmischen. Reden wir mal mit Wolfgang. Es ist schön, Sie unter Leuten zu sehen, Gerda. Ich bin froh, dass Sie den Verrat Ihres Mannes nicht als Stigma für sich selbst sehen. Wir dürfen nicht erlauben, dass wir für die Sünden anderer bestraft werden. Man muss sich nicht selbst geißeln und nach der Vergebung der Sünden streben, wie Ihre Cousine. Was? Was ist da geschehen? Sie ist wohl in letzter Zeit sehr fromm geworden und spricht oft mit dem Pastor. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Charlotte hat im Spiel einen Beistand bei Jakob gesucht. Was könnte dazu geführt haben? Jakob, der Seelsorger. Unruhiger Geist. Ja, wir nehmen. Ich glaube, wir müssen einfach. Stahl kann ich nicht. Wie, was für eine Vertrauensbasis hat Papa zu uns? Da, Dieter, eine 2. Komm, machen wir. Oh, Gerda, ich erfahre so viel über die anderen Gäste. Oh. Er spricht nicht gern darüber, aber wusstest du, dass Wolfgang beim Afrika-Feldzug unter Rommel gedient hat? Das muss ein tolles Abenteuer für so einen edlen jungen Mann gewesen sein. Ach, wäre ich doch nur wieder jung. Vom Sand in den Schnee. Er redet nicht oft darüber, aber früher in dieser Krieg hat Wolfgang im mein Gott, Afrika-Feldzug gedient. Das Abendessen sollte bald fertig sein. Ich glaube, ich spreche als N am Ende Jakob an. Die beiden wissen wahrscheinlich nichts. Wobei sie ist alkoholisiert, ne? Vielleicht weiß sie was. Und Bücher, ja klar. Also Bücher. Wobei, vielleicht sagen diese Bücher für sie irgendwas aus? Aber ist unwahrscheinlich. Er redet von seinen Krankheiten. Das ist aber mir egal. Eigentlich. Komm, Jirsa. Du bist denen. Weißt du, wie viel Zeug Torben und ich für diese Feier an den Aufsehern vorbeischmuggeln mussten? Diese verdammten reichen Leute denken, sie können alles haben, was sie wollen. Kleine Sachen, große Sachen, völlig egal. Hast du das neueste Gerücht über Westergasfabrik gehört? Dass sie auf einem Grundstück erbaut wurde, das für einen Park bestimmt war? Du meine Güte. Steine und Pflanzen. Westergaards Fabrik ist eine lokale Institution, aber die wurde auf Land errichtet, das eigentlich ein öffentlicher Park werden sollte. So. Das war seltsam. Das war ich nämlich nicht. Ich bin nicht an die Ecke gegangen. Egal. So, ich glaube, wir reden jetzt mal mit Jakob. Oder mit der Kellnerin. Komm, wir reden mit Johanna. Sie ist so. Ah, Frau Larsen, möchten Sie eine weitere Erfrischung? Später vielleicht. Okay, ich dachte, ich kann mit dir quatschen. Er redet von seiner Krankheit. Ja. Oder mit Stahl? Reden wir vielleicht mit Stahl? Wir haben so ein gutes Verhältnis mit allen eigentlich. Na gut, so ein gutes mit dem Besatzern jetzt auch nicht, aber es ist okay. Es ist okay. Vielleicht hat Herr Wilde noch was. Guter Gott, die Hälfte der Leute auf dieser Feier sind unerträglich. Ich brauche ein bisschen was zu trinken. Oder ein bisschen mehr. Wollen Sie sich mit mir anschließen? Gerade nicht. Schade. Schade. I'm sorry. Aber wenn ich jetzt noch mehr beschwipst werde, dann laber ich wahrscheinlich dumm rum. Selbst beim Feiern wirkte, als würde er gleich jemanden verhaften. Gut. Wir reden mal mit Stahl.
Ah, Frau Lawson. Sie konnten es einrichten. Oh, Alter, was ist los mit mir? Ein beachtliches Anwesen, meinen Sie nicht auch? Ein schönes Beispiel dafür, dass was möglich ist, wenn man sich dazu entscheidet, mit der herrschenden Kraft zusammenzuarbeiten. Statt. Das war kein deutscher Satz, oder? Sie verstehen schon. Wir haben Westergaard gerade gestattet, zwangsvollstrecktes Ackerland im Norden in der Stadt zu kaufen. Er baut sich eine ganz schöne Sammlung auf. Scheiße. Es ist Essen fertig, bitte finden Sie sich im Esszimmer ein. Verdammt. Stahl hat uns das genau selber erzählt. Ich sollte mich wohl den anderen anschließen. Nee, ja, sollte ich. Aber wieder so eine gruselige Musik. Das ist Margaret. Ah, da ist unser letzter Gast. Bitte setzen Sie sich doch, Frau Larsen. Dann können wir das Fest mal beginnen. Warum bin ich eigentlich immer die Letzte? Ich freue mich, dass Sie alle heute Abend gekommen sind. Es ist unabdingbar, dass wir Dänen und Deutsche zusammenkommen können, um die Werte und die Geschichte, die wir teilen, zu feiern. Sowohl diejenigen, die hier geboren wurden, als auch unsere geschätzten Besucher aus dem Ausland. Warum bist du gerade aufgedingst? Durch Zusammenarbeit werden wir stärker. Durch Treue werden wir sicherer. Und durch Fleiß mehrt sich unser Wohlstand. Trinken wir nun auf das uns erwartende Glück. Und erheben wir das Glas auf unsere Freunde aus Deutschland. Immer trinken. Wir dürfen aber nicht zu betrunken sein. Lasst uns nun sehen, was Vera den ganzen Tag über uns für uns zubereitet hat. Und deswegen verstehen Sie sicher... Oh Gott. Wir sind wohl mitten in einem Gespräch reingeplant, also jetzt weiter. Und deswegen verstehen Sie, dass der Führer Aufstieg unvermeidlich war. Es gab wirklich keine andere Möglichkeit, wie die Situation sich hätte lösen lassen. Oh, wie klug Sie das beobachtet haben, Herr Stahl. Doch was, wenn die politische Mitte es früher geschafft hätte, eine Koalition zu bilden? Dann wäre der Sieg vielleicht verzögert worden. Das scheint mir unwahrscheinlich. Nun, vielleicht hören wir uns eine eher neutrale Meinung dazu an. Meinen Sie nicht auch, Frau Larsen? Flüssiger Mut? Oh. Ich denke, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Hätte. Ist das so? Und worauf stützen Sie diesen Schluss? Aber Herr Stahl, die junge Dame hat durchaus recht. Hätten nur einige Leute andere Entscheidungen getroffen, wäre unser Gespräch jetzt ein völlig anderes. Dann bin ich froh, dass diese Entscheidungen nicht getroffen wurden. Uiuiui. Durfte ich einen weiteren Toast im Namen des ruhmhaften Reichs ausbringen? Hört, hört. Hört, hört. Nicht trinken. Haben Sie plötzlich keinen Durst mehr, Frau Larsen? Da wir gerade vom Reich sprechen, wie laufen denn die Militäreinsätze in letzter Zeit? Im Frühling wird unsere Armee besser aufgestellt sein. Ah. Hast du nicht in Afrika gedient, Wolfgang? Wie war das? Afrika? Ja, Afrika war schwierig. Ich verlor viele Kameraden, viele Freunde. Oh Liebling, aber wir schlugen uns gut und gaben unseren Gegnern Kugeln als Erinnerungsstücke. Es war ein heftiger Schlag, als Feldmarschall Rommel im Herbst verstarb. Er hatte uns durch eine recht schwierige Zeit gebracht. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, nun, ich danke Ihnen, Gerda. Okay. Sogar mit Margaret auch. In diesem Krieg entwickeln sich auf jeden Fall viele große Dramen. Aber ich bin froh, dass unsere kleine Stadt ihren Anteil daran hat. Aber sowohl in der Herstellung von Waren als auch bei der Aufnahme von so zahlreichen Flüchtlingen aus Deutschland. Hört, hört. Meine Landsleute sind sehr dankbar für die Gastfreundschaft der Dänen. Das stimmt nicht.
Ich in gerade einmal 2 Tagen werden viele vertriebene Deutsche in ihren Bauernhof in ihrem Bauernhof ankommen. Wie gut, dass unser kleines Ding das so ruhig ist. Es gibt genau sogar genug Zeit, um zur Religion zu finden. Let's go. Nicht wahr, Charlotte? Ah ja, wir haben Fragen des Glaubens besprochen. Doch sicher nicht des Glaubens an das Reich. Oh nein, natürlich nicht. Gut, es gibt dieser Tage viel zu viele Zweifel. Ihr Ehemann, Frau Larsen, ist ein Paradebeispiel. Ihr Ehemann, Frau Larsen, ist ein Paradebeispiel. Erst gestern erhielt er seine Gelegenheit, sich selbst zu helfen. Herr Stahl! Herr Stahl! Was zum Teufel? Herr Soldat? Herr Stahl, ich muss Sie sprechen. Dann sprechen Sie, Soldat. Vor allem, vor all diesen Leuten? Machen Sie schon, spucken Sie erst aus. Ich weiß nicht so. Raus damit! Es geht um Ihren Sohn. Er wird vermisst. Boom, alle stehen auf. Mein Sohn? Ja, schon seit einigen Stunden. Ich verstehe. Nun, wenn Sie mich alle entschuldigen, ich habe offensichtlich etwas zu erledigen. Oh, scheiße. Tja, das war unerwartet. Sicher ist der Lausbube nur auf einem seiner höllischen Abenteuer. Sicherlich. Noch ein, um die Stimmung zu lockern. Trinken. Jetzt habe ich den perfekten Schwips. Und wie sehen Sie das, meine Herren? Herr Westergaard hat mir mitgeteilt, dass die Geschäftsleute aus dem Norden sind. Wir haben jetzt zumindest eine Person weniger, die hier richtig reinhaut. Wolfgang ist eher auf unserer Seite als auf Stahlseite, habe ich das Gefühl. Deswegen kann ich mir hier ein bisschen mehr erlauben. Genau. Herr Westergaard hat mir mitgeteilt, dass die Geschäftsleute aus dem Norden sind. Sicherlich war die Produktivität Deutschlands auch für Dänemark sehr vorteilhaft. Ja, unser Geschäft lief in letzter Zeit recht gut. Ziemlich gut, in der Tat. Das Abendessen dauert ewig. Ich muss mit Westergaard sprechen. Ja, wird sonst jemanden das setzen zu viel? Ich, nun, um ehrlich zu sein, würde ich mir durchaus gerne die Beine vertreten. Ha! Ich hätte auch nichts dagegen, etwas mit Bewegung. Ja! Ja! Ja, ja, weil zwei von den hier Bekannten so eine gute Vertrauen mit mir haben, haben die gesagt, ja, sehr gut, sehr gut. So, so versessen darauf, das Abendessen zu besessen? Nun gut, ich denke, wir sitzen tatsächlich schon eine ganze Weile. Ehrlich gesagt muss ich mich auch um etwas Geschäftliches in meinem Büro kümmern. Bitte lassen Sie sich alle durch meine Abwesenheit nicht beirren. Wir gehen sowas von ihm hinterher. Bah! Westergaard ist verschwunden, ehe ich mit ihm reden konnte. Ich muss zu seinem Büro gehen. Gerda! Gut, dass ich dich hier allein erwische. Er ist blass, als hätte er gerade einen Geist gesehen. Können wir uns etwas weiter weg von dem Bediensteten unterhalten? Natürlich. Na gut, so geheimniskämmerisch. Wenn es sein muss. Sober. Aber es ist auch noch mein Meister. wir machen natürlich... Wenn es sein muss. Deine Hände zittern noch. Das sieht schrecklich aus. Sauber, flüssiger Mut. Du kannst wohl einen Schnaps gebrauchen. Ja komm, kannst wohl einen Schnaps gebrauchen. Also, du weißt doch, dass dieser junge Heinrich verschwunden ist. Das kommt daher, dass er im Gasthof herumgeschnüffelt hat. Peter wischte ihn und schoss den kleinen Blag ins Bein. Sie haben ihn gefesselt, aber Gerda, wenn Stahl davon erfährt, das wird ein Blutbad. Du bist doch Krankenschwester, könntest du vielleicht morgen hingehen und dir den Jungen ansehen? Ich bin dann in der Bibliothek. Komm zu mir, wenn du einen Moment hast. Scheiße. Oh, Gerüchte. Offenbar war der alte Mann bis nach dem Abendessen bereits verplant. Ich würde mich bis dahin um die Ketten mischen. Ja, das kennen wir schon. Das Abendessen zog sich viel zu lange hin und Stahl wurde von einer Nachricht bezüglich seines vermissten Sohnes fortgelockt. So. Ich konnte nicht direkt mit Westergaard sprechen. Ich musste ihn in seinem Büro aufsuchen. Da sind sie ja. Hören Sie mir zu. Diese feinen dänischen Kerle
Und ich wollen uns unterhalten. Nur ist der Raum etwas voller, als er uns lieb ist, wenn sie wissen, was ich meine. Wenn sie diese beiden da unten los, da können sie für mich übersetzen, ja? Das ist vielleicht was für ihren Mann drin. Übrigens habe ich diesen Deppen Torben in die Bibliothek liegen sehen. Er kam mir nicht so jemand vor, der gerne liest. Der wird bestimmt was im Schilde. Lassen Sie bloß nicht zu, dass er mir das Geschäft vermasselt. Anscheinend waren alle hier darauf aus, eine private Konferenz zu veranstalten. Sowohl Torben als auch Reinhard mussten alle Unbeteiligten aus ihren Räumen entfernen, um diesen Geschäften nachzugehen, die wiederum mich näher an Vistergaard heranbringen können. Nies, seine Wangen sind vor Aufregung gerötet. Oder vielleicht ist es nur der Wein. Ich gehe vom Wein aus. Sie sieht sich nach jemandem um, mit dem sie reden kann. Oha, okay. Ich gehe natürlich erstmal... Was nun sollte hat? Verdammt! Überall diese... Er wirkt, als hätte er Hummeln im Hintern und beugt alle Erwachsenen, die vor... beäugt alle Erwachsenen, die vorbeikommen. Sieht aus, als würde sie die Feier gleich verlassen. Vielleicht kann so ein Kind was aufgeschnappt haben, ne? Die sind ja gerne so... Oh, die zwei auch. Okay. Wir reden erstmal jetzt mit Margaret. In Wolfgangs Gegenwart wird sie entspannter als sonst. Das ist doch schön. Hallo, ihr zwei. Oh, bist du sicher? Hallo, ihr Verliebten. Gerda, Wolfgang hat mir gerade das von Mikkelsens erzählt. Von den Mikkelsens? Sie haben ihre Fleischerei an eine deutsche Familie verkauft und ziehen nach Aarhus. Ist das zu glauben? Die waren schon seit Generationen hier. Ja, sie waren eine Institution. Das waren sie allerdings. Ich hoffe, die neuen Besitzer sind genauso gut. Das sind sie bestimmt. Es ist immerhin einmal geschäftstüchtige deutsche Familie. Ein klarer Schnitt. Eine deutsche Familie ist kürzlich von Dresden hergezogen und wird den hiesigen Fleischerladen übernehmen. Alter Schwede. Mein Gott, das Level geht aber lange. Das wird auf jeden Fall in zwei Folgen geschnitten. Oder drei.